Ich bin Alexandra Husemeier und bin hier im Lutherhaus Eisenach zuständig für die Bereiche Museumspädagogik und Öffentlichkeitsarbeit. Meine Tätigkeiten sind sehr, sehr vielfältig. Also wir sind ja jetzt hier gerade in Luthers Werkstatt und zu meinen Aufgaben gehört zum Beispiel Workshops für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene vorzubereiten. Und dann haben wir Workshops zum Thema Schreiben wie zu Luthers Zeiten, Buchdruck. Also mir ist es bei den Bildungsangeboten, die ich entwickelt habe hier für unser Museum, ganz wichtig, mit authentischen Materialien zu arbeiten. Deshalb gibt es hier eine Buchdruckerpresse, einen Nachbau einer Gutenberg-Buchdruckerpresse. Wir haben hier Gruppen in der Werkstatt, ganz unterschiedlich. Schulklassen aus Hamburg, aus Bayern, aus Berlin, eigentlich aus ganz Deutschland, dazu oft auch internationale Gäste und noch etwas Besonderes. Immer in den Thüringer Schulferien öffnet sich die Tür der Werkstatt und wir haben Ferienspiele. Und dann haben wir hier Familien, Ferienkinder, die zusammen schreiben, Buch drucken. Letzten Sommer haben wir Papierschöpfen und Seife machen angeboten. Also wir versuchen rund um Martin Luther und sein Leben alte Kulturtechniken zu vermitteln. Bei den Workshops geht es natürlich immer um Martin Luther. Wir arbeiten mit Texten der Bibel, drucken eine Seite aus der Lutherbibel, dem sogenannten September-Testament, nämlich den Anfang des Johannesevangeliums. Im Anfang war das Wort. Wenn die Schüler und Schülerinnen fertig sind mit dem Workshop, jeder hat glücklich sein frisch gedrucktes Blatt eingepackt, alle stürmen los zur Garderobe, schnappen ihre Rucksäcke und auf geht's. Habe ich dann hier die Arbeit und räume erstmal alles auf, putze die Druckplatte, die ist ganz wertvoll, muss immer gut gepflegt werden und bereite natürlich den nächsten Workshop vor. Zwischendurch klingelt dann immer das Telefon, es fragen Lehrer an, fragen, was passt zu meiner Klasse oder eine Gemeindegruppe, eine Pfarrerin am Telefon, sagt, wir haben viele ältere Leute, wie ist denn das Museum barrierefrei, gibt es einen Workshop, wo auch alle sitzen können? Und das sind dann auch ganz wichtige Arbeiten, Beratungsgespräche am Telefon zu führen. Was wäre ein Museum ohne Besucher? Und damit Besucher uns finden, ist natürlich heutzutage etwas ganz, ganz wichtig, PR oder Öffentlichkeitsarbeit, wie man sagt. Das ist auch eine meiner Aufgaben. Ich kümmere mich darum, dass wir präsent sind auf unserer Website, auf Facebook, auf Instagram, dass wir verknüpft sind mit anderen Tourismusnetzwerken. Wir nehmen an Messen teil, der Internationalen Tourismusbörse. Wir besuchen andere Stadtfeste beispielsweise und machen Werbung für unser Museum. Öffentlichkeitsarbeit ist ein spannender Job. Es ist sehr, sehr kreativ, denn die Veranstaltungsbranche gehört auch mit dazu. Also meine Aufgabe ist es, immer wieder wunderschöne Veranstaltungen hier zu organisieren für unser Museum, die einen Bezug haben zu unserer Dauerausstellung, zu Sonderausstellungen. Denn damit binden wir auch die Menschen in der Region an unser Museum.